So, weiter geht's. Mal sehen, wer diese Begrüßung kennt, wiedererkennt oder verstanden hat, woher die kommt. Uah, Gremlin! Ich hab Joe eben noch gekillt. So, ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Donkey Kong 64. Beim letzten Mal haben wir angefangen, die ersten Aufgaben mit Tiny zu machen. Wir wollen hier nicht lange Zeit verschwenden. Ich habe schnell meinen Recap abgeschlossen und relativ schnell gesprochen. Und deswegen geht es jetzt hier weiter mit Kleiny Tiny. Wir wollen nämlich auf diesen Tempel hier drauf. Denn im Einjahres-Special taucht dieser Tempel auch auf, in einer anderen Form. Aber für den Moment spielen wir jetzt hier auf der Musikplatte mit unserem Saxophon. Oh Gott, ich sollte niemals kurz nach dem Essen aufnehmen. Ich merke die ganze Zeit einen Schluck auf. Ich hätte dran. So. Ja, denn wir müssen klein sein, denn so nutzlos dieser Vogel auch ist, so ist er uns doch in diesem Moment von Nutzen. Wenn wir klein sind, bringt er uns hier nach ganz oben. Und das sind sie hineinfallen. Habt ihr eben einen schönen kleinen Grafikbug gehabt, einen kleinen Grafikglitch. Und es geht los mit einer der wahrscheinlich frustrierendsten Aufgaben für Tiny im ganzen Spiel. Du bist es Tiny, okay, wenn du bei der Ursprache schneller bist und 50 Münzen sammelst, überlasse ich dir eine goldene Banane. Die Steuerung überspringen wir. Das ist die Münzaufgabe. Wir müssen vor diesem Schmeißkäfer hier, Mistkäfer, ankommen. Schmeißkäfer, was ist das für ein Wort? Das ist interessant, ja. Wir lernen Deutsch, Gennenköbi, Deutsch. Ich hasse diese Aufgabe. Wie sagt er es so schön dark-minded in seinem FAQ-Special? Sorgt dafür, dass dieser Käfer möglichst an einen dunklen Ort kommt, irgendwo in der Unterwelt, und da soll er dann jämmerlich verenden. Ich hasse diese Aufgabe. Seriously, Rare. Ich weiß nicht, was die sich gedacht haben, aber das hier ist eine sowas von frustrierende Aufgabe, weil man fällt hier so leicht und schnell aus der Rutsche. Da waren mir die Rutschpartien in Mario 64 angenehm, beziehungsweise lieber, auch wenn ich da öfter gefailt bin. Ja, wie dem auch sei. Also 50 Münzen und wir müssen vor ihm ankommen. Und links könnt ihr mal sehen, hier steht gerade Entführung. Entführung! Nein, Schatz, am Rande. Ja, wie schnell wir sind. Und das Problem ist, jedes Mal, wenn ihr diesen Käfer berührt, verliert ihr 3 Münzen. Und ja, ihr könnt auch relativ schnell aus den Kurven fliegen. Ich finde es gerade lecktastig, was ich auf meiner Forscher sehe. Wenn es zu sehr zerleckt ist, tut es mir leid. Aber ich will diese... Ah! Okay, geh weg, du blöde Vieh. Also mein Tipp ist, wirklich am Anfang diesen Käfer etwas wegzukicken hier, auszunocken. Das macht das Ganze nämlich weitaus einfacher. Und irgendwie, die ganze Zeit von dem, was ich in der Vorschau sehe, hasst die Dazzle diese Aufgabe. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ja, wahrscheinlich sie passt sich ihrem Besitzer an. Ich hasse diese Aufgabe auch. Wie gesagt, und wisst ihr, was das Traurige ist? Achtung, halber Spoiler. Aber das wird auch nicht das letzte Mal sein, dass wir diesem Käfer hier begegnen. Ja! Okay. Dabei sah es eben schon so gut aus. Ich hatte 44 Münzen. Und hätte das Ganze locker buchen können. Aber nein! Dieser Käfer hatte was dagegen. Und ich hasse, dass dieser Tunnel so dunkel ist. Man sieht ja nicht mal die eigene Hand vor Augen. Also wie gesagt, ich hasse die ganze Aufgabe. Die ist wirklich katastrophal. Nein, nerv nicht da hinten mit deinem... Kann ich auch die ganze Zeit. Wie war dieser eine Spruch aus diesem Special? Das wird nämlich zu dem Zeitpunkt schon oben sein, mal ein Special, deswegen kann ich es auch zitieren. Von diesem Let's Read to Me ausgeschieden. Ich mach dich kaputt! Ich mach dich so Monkey Kick Flip oder so. Nein, 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 geh doch weg! Du blöder Käfer. Seile, wie schieben Tempel über der Reihe. So, jetzt ist aber genug mit diesem Rasi Deutsch! Was? Man verliert 5 Münzen. Ich dachte, es wären nur 3. Oh, da hatte ich das falsche. Du blöder Mistkäfer! Eistee! Gott, ist das hier gerade grägig. Wow, beinahe hätte ich diesen alten Glitch wiederholt. Hier, wenn man nämlich zwischen den beiden Schlangenköpfen falsch springt, dann glitscht es sich übel ein ab. Geh doch weg, geh doch weg, geh doch weg. Ha, der Käfer. Hilfe. Ich kann den Käfer nicht ab. Bitte, verzieh dich, du blöder Käfer. Nein. Lass mich in Ruhe. Lass mich am Leben. Du Mistvieh. Warum? Warum hat sich Rare so eine Aufgabe einfallen lassen? Oh, einfallen lassen? Ja. Ja, ich würde mal sagen, du kommst aus Österreich.
Nein, ich bin Österreicher. Die können halt nur kein Deutsch, leider, ne? Okay, jetzt ist aber genug hier. Oh Gott, oh Gott, ich habe nicht genug Münzen! Du Mistvieh! Du Mistvieh! Du Mistvieh! Du Mistvieh! Ah! Du blöder Käfer! Seriously? Ich sehe manchmal wegen dem nix! Hilfe, der kommt da bedrohlich nach. Ja, dann... Mistvieh! Sag mal! Ey, ich krieg gleich die Krise! Ey, sag mal... Wisst ihr was? Suizid, komm. Hat keinen Sinn. Blödes Vieh! Nein, diese Folge widme ich übrigens einem bei der Skype-Kontakt namens Mr. Deeds, Laser Einströmen, Viel oder wie er heißt. An den, auf den zielten eigentlich die ganzen österreichischen Anspielungen ab. Aber egal. Wir konzentrieren uns jetzt mal. Und versuchen hier weiter. Ja, ich bin brain dead. Gut, wir konzentrieren uns mal weiter darauf, Münzen und dergleichen einzusammeln und schön in Führung zu bleiben. Achtung, ich hasse diese Kurven, weil die kein Gelände haben. Das ist schlimmer als die Rainbow Road bei Mario Kart Spielen. Wobei da die Failrate die auch ziemlich hoch ist, aber ich bin der Auffassung, die ist hier viel höher. So, kein Nerv, diese darf das zweite Rennen eigentlich gegen diesen Käfer. Ja, ich hab's ja jetzt schon verraten, dass wir mehr als einmal gegen ihn antreten müssen. Ich höre ihn schon, er kommt, er kommt, er kommt. Kann ich auch die ganze Zeit. Lass mich in Ruhe, du blöder Käfer. Okay, ganz vorsichtig. Hier hinunter, wieder Geländer. Mal Geländer. Wenn ich diese Kurve geschafft habe, ist alles optimal. Okay. Okay. So, nochmal ausgenockt. Und in your face! Geschafft. Geht doch. Du bist besser als ich dachte, Tiny. Ja, ja, heul dich aus. Hä, mit meiner Banane. Dong, dong. Duki Kuk. So, wir geben ihre Blaupause zurück. Seriously, dieser Schluck auf nervt. Weg! So, also, da war's doch. Schneid, der weiß Bescheid! Hab ich dich gelegt, du Mistvieh. Und her mit der Banane. Dann seht ihr gleich wieder die Animation. Die Animation, die gerne für Keyframe Drops sorgt, ne? Pam. Volltreffer. Oh, Anna. Donkey Kong. So, Leute, nur noch 181 Bananen, wir haben's. Und wir gehen wieder raus, wechseln zu Lanky, denn wir brauchen noch seine Blaupause. Ha! Du blödes Vieh, was soll denn das? Besorgt dir wenigstens erstmal einen gescheiten Kieferorthopäden. So, okay, Lanky, ja. Wir brauchen noch seine Blaupause. Habe ich die schon eingesammelt? Ich weiß es gerade gar nicht. Nein, habe ich nicht, okay. Also, nehmen wir die Beine in die Hand oder beziehungsweise unter uns. Okay, der war blöd. Der Joke war blöd. Halt, die 5 bringt mich ganz woanders hin, wo ich gar nicht hin will. Ah, geh doch weg. Das ist... Snide liegt eigentlich an so einer bescheuerten Stelle. Da ist es egal, in welche Richtung man sich begibt. Sag mal. Denn, ja, wie gesagt, es ist egal, in welche Richtung man sich begibt mit... Hehehehe. Okay, fort. Ja, genau, Gebiss. Gebisse Fall! Zum was zum Henker? Egal. Also, ja, wie gesagt, es ist egal, welche Richtung man sich begibt, weil Snide liegt wirklich an einer ganz bescheidenen Stelle. Wir gehen jetzt die Blaupause holen, dann werde ich wahrscheinlich noch die Banana Runs machen. Ich wollte eben bei einer Münzfalle sagen. Das Problem hatte ich damals bei meinem ersten Playthrough von Donkey Kong 64 auch. Dass ich das beides immer durcheinander geworfen habe. So, also. Wir holen uns jetzt Lankys Blaupause. Wie gesagt, dann Banana Runs, 4 Stück an der Zahl. Und dann heißt es, nächste Folge fängt dann gleich mit dem Bosskampf an. Hey, how's it going, Mr. Blueprint Guardian? Weg mit dir. Okay, ja, jetzt habt ihr auch mal den englischen Namen erfahren für diejenigen, die meine englischen Videos nicht gucken oder das generell noch nicht auf Englisch als RP gesehen haben.
Teleport zurück. Lass mich in Ruhe. So, und hinaus geht's. Hinaus vom Klausch. Ja, ich bin der Klausch. So, zu Snide zurück und dann, wie gesagt, gehen wir übereinander. Da ich sowieso gleich danach die Kongs wechsle für den Speed up, ist es mir egal, dass ich jetzt hier Energie verliere. Hopp. Da-da-ba-da-bam. Weg! So ein Mistvieh. Okay. Und noch ein Klapptrap. Da hat sie ihn gelegt. Wuhu! Sudele! Auch meine Banane soll mir beschieden sein. Pam. Pam param param pam param param pam. In your fate, nein. In your core, nein. In your basket. Oh, oh Banana. Schön. Ja. Ja, die kommen. Und 180 Bananen waren es noch. Quatsch, ich kann nicht zählen. 170, oh mein Gott, fail. Ich habe ja davor irgendwie ein falsches Teil gesagt. Egal. Gut. Wir begeben uns zu einem Banana Run. Und dann, Moment, ich will da noch hingehen. Moment. So, jetzt habe ich genug rumgemoment. Wir begeben uns jetzt also zu den vier Banana Runs. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder hier vor dieser Boss-Tür. Bis dann, Leute.